Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zur North Coast 500 Tour hier in Schottland. Einer großartigen Idee von Honda. Wir fahren hier nämlich insgesamt vier Modelle. Im Fokus stehen die CB500 Modelle, CBR500R, CB500X und CB500F. Und dann hat man uns auch noch die Rebel mitgebracht. So viele Fahrtage haben wir normalerweise nie, aber wir fahren diese quasi gesteckte Tour, die es seit ein paar Jahren gibt, ab mit jeder Menge Sehenswürdigkeiten, mit einer herrlichen Kulisse natürlich. Wir starten hier in Inverness beim Kings Mill Hotel und da gab es auch gleich eine Sensation, nämlich eine Bentley und Rolls-Royce-Ausfahrt mit diesen 30er Jahren, schätze ich einmal, Geräten mit diesen irrsinnig langen und sicher sauteuren. Ganz so teuer sind die 500er Modelle nicht, dafür halten sie und man muss nicht jeden Tag dran schrauben. Sie haben auch nicht ganz so viele Updates erhalten, aber ganz, ganz wesentliche. Welche das sind und wie sie sich jetzt fahren, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Über 200 Kilometer haben wir bereits abgespult auf der 500-Meilen-Route. Wir machen ja in 3 Tagen das, was man eigentlich in 5 Tagen machen sollte. Es ist auch relativ viel Verkehr auf diesen Straßen, obwohl erst Mittwoch ist. Das vielleicht zur kleinen Warnung. Und beim Überholen tun sich die 48 PS Bikes natürlich ein bisschen schwer mit dem rein Zweizylinder. Trotzdem geht es zügig dahin, es geht vor allem auch sparsam dahin. 3,6 Liter gibt Honda für die X an, 3,5 für die anderen beiden. Ich habe das heute tatsächlich unterboten, lag circa bei 3,3 bis 3,4, obwohl wir, wie gesagt, teilweise ein bisschen flotter unterwegs waren. Das heißt, die Bikes sind natürlich auch im Unterhalt sehr günstig und ich bin eben zuerst diese X gefahren, die natürlich aber Unterschiede hat zu den anderen beiden. Das ist erstens einmal die höhere Sitzhöhe, 830 mm, gar nicht zu wenig. Eine Kollegin, die dürfte so 1,60 sein, die hat sich da schon ein bisschen schwer getan. Mit meinen 1,80 komme ich allerdings sehr gut runter, habe einen sicheren Stand, ist auch sehr schmal gebaut. Ganz interessant übrigens auch diese neue Lackierung, dieses spezielle Grün, erinnert auch wieder so ein bisschen an Army, vielleicht auch an Safari. Taugt mir natürlich persönlich voll. Dann haben wir ein 19 Zoll Vorderrad, leichtere Felgen jetzt, auch eine leichtere Schwinge um 1 Kilo, etwas steifer geworden, allerdings im Flex, dann wiederum etwas weicher, um das Handling zu verbessern. Wir haben hier eine andere Bereifung, Dunlop, sagen wir mal Reise-Enduro-Reifen, die anderen haben Michelins. Ein Windschild, das kann ich versetzen, dazu muss ich allerdings ein paar Schrauben lösen. In der Mitte habe ich noch eine Strebe, da kann ich dann ein Navi zum Beispiel montieren. Ich habe hier als Extra drauf die 12 Volt Steckdose, auch den Hauptständer. Dann gibt es natürlich noch Heizgriffe, die sind jetzt hier nicht drauf, die kann ich euch dann auf den anderen Bikes zeigen. Wir haben auch vorne ein neues Licht, eine neue Lichtmaske mit 4 Lichtkörpern. Die sind jetzt im Quadrat angeordnet, kennt man von der Rebel, natürlich LED, eine unfassbar leichte Kupplung und zwar so leicht, dass ich schon fast nicht gespürt habe, wenn ich gekuppelt habe. Das ist ein Wahnsinn, auch das Getriebe hat super sauber funktioniert. Neue Bremsen drauf, hier andere als bei den anderen beiden. Wir haben nur 2 Zweikolben-Sättel, dafür jetzt eben auch 2 Bremsscheiben, 296 mm im Durchmesser, Wave-Bremsscheiben, also hier ein Upgrade. Und die größte Aufwertung erfuhr
das Fahrwerk in Form der Showergabel, der Big Piston Fork mit getrennter Zug- und Druckstufe. Die sind übernommen worden von den 650er Modellen. Ja, weil sie höher baut, höhere Federwege hat und vielleicht auch ein paar Extras, ist sie auch etwas schwerer. Ganze 10 Kilo schwerer als die F, 199 Kilo und 7 Kilo schwerer als die R. Das ist das Motorrad, das die älteste Kundschaft hat von den 500ern. Das sind also ja, dann Leute in meinem Alter und älter, die dazu greifen, die schön aufrecht sitzen wollen, erhabene Sitzposition. Ich kann auch sehr schön natürlich leicht über den Lenker fahren. Ich sitze auch bequem. Wie gesagt, jetzt sind wir über 200 Kilometer unterwegs gewesen. Jetzt werde ich dann wechseln auf die R, morgen dann wieder auf die F, die Rebel, und dann fange ich noch einmal oder setze die Tour fort wieder mit der X. Und bis jetzt bin ich natürlich sehr zufrieden. Wir haben da auch drauf die gummierten Fußrasten. Die anderen beiden haben keine Gummis jetzt mehr drauf. Man hat gesagt, es sind sportlichere Fußrasten. Naja, das sind dann natürlich auch weniger bequeme. Und da haben wir schön die Gummis oben auch für den Beifahrer. Windschutz muss ich auch sagen, für meine Größe nicht optimal. Natürlich nimmt es Druck von der Brust. Da vorne haben wir auch zwei Durchlässe, damit die Verwirbelungen reduziert werden, aber erst wenn ich mich so ein bisschen runtertuck, ich sage mal auf die Körpergröße von 1,70, dann bin ich auch wirklich hier im Windschutz drinnen, ansonsten ziemlich viele Windgeräusche und Verwirbelungen am Helm. Ja, und ich wechsle jetzt das Bike, ich hoffe, ihr bleibt dabei, und dann erzähle ich euch was zur CBR 500R. So, das zweite Testmotorrad, die zweite 500er, die CBR 500R. Und da muss man sagen, die Optik ist wirklich Mörder. Ich meine, ein Laie erkennt schon gar nicht, dass es sich nur um ein 48 PS Bike handelt. Aber auch so mancher Motorradfahrer wird das nicht auf den ersten und vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick erkennen. Typisches Honda-Rot. CBR scharfes Design, man spricht hier auch so mit leichten Andeutungen von Winglets. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wieder eben so schön zerfurcht auf der Seite, wie wir das auch schon von dieser alten 185 Kilo leichten CBR 600 Doppel-R kennen. Ich sitze wesentlich tiefer, 785 mm. Ich muss ehrlich sagen, wir haben verschiedene Angaben zu den Sitzhöhen jetzt gelesen, aber da handelt es sich um Millimeter, ist jetzt nicht so wichtig. Der Lenker natürlich weiter unten, aber dadurch, dass ich tiefer sitze, sitze ich relativ entspannt, eigentlich so wie auf einem Sporttourer. Kriegerlenker, das heißt Clip-on-Lenker, auch hier wieder der Bremshebel einstellbar, die gleichen Instrumente, und diese Scheibe hier vorne, die ist aus dem Zubehör, das ist quasi so eine Art Racing Bubble Scheibe getönt, und die bringt auch wieder guten Windschutz, aber nicht hervorragenden Windschutz. Es ist wieder so, ich muss mich hier so ein bisschen ducken, und hier ungefähr habe ich dann einen sehr guten Windschutz. Wenn ich aufrecht sitze, habe ich am Helm wieder diese Windgeräusche, diese Verwirbelungen, dafür aber eigentlich kaum Druck auf der Brust. Die Spiegel hier wesentlich weiter vorne montiert als auf der X. Trotzdem ein, oder gerade deswegen vielleicht sogar auch ein sehr guter Blick nach hinten. Und man fühlt sich jetzt nicht nur körperlich dem Asphalt näher, sondern auch mit dem sprichwörtlichen Popometer. Das heißt, ich spüre ein bisschen mehr, ich habe mehr Feedback auch vom Untergrund. Wir können hier zwar aufgrund des Wetters, heute ist es leider auch nass, also entsprechend dem schottischen Wetter, können wir ja nicht so hohe Schräglagen fahren, aber trotzdem macht es hiermit ein bisschen mehr Spaß. Es ist ein harmonischeres Fahrverhalten, es ist ein bisschen sportlicher und irgendwie dynamischer. Also ich kam mit ihr irgendwie schneller zusammen als mit der X. Leider kommt das Fahrwerk bzw. das Federbein nicht ganz mit der Gabel mit, es ist unterdämpft. Wir haben hier bei den Wellen so ein bisschen ein Aufschwingen. Ist schade, aber das ganze Fahrwerk ganz wieder abzugraden, das hätte dann den Preis wahrscheinlich über 8000 Euro gehoben. Und so sind wir halt bei 792 bei diesem Modell. Und
mir taugt es einfach. Es ist fast so, als hätte sie einen anderen Motor. Also die Fahrzeuge sind so unterschiedlich, die sind sich nicht sehr ähnlich, nur weil sie denselben Motor haben. Sie sind wirklich ganz unterschiedliche Charaktere und deswegen auch für unterschiedliche Fahrer und Fahrerinnen gemacht. Die meisten Frauen greifen übrigens zur CB500F, die werde ich jetzt dann als nächstes fahren. Hier sind wahrscheinlich so ein bisschen die sportlichen Jungs drauf, aber auch Leute, die vorher was Schnelleres, was Stärkeres hatten und vielleicht im urbanen Raum oder so mehr unterwegs sind und die haben dann downgegradet und fahren eben immer noch diese scharfe CBR-Optik, aber halt mit einer moderaten Leistung. Bereift, wie ich gesagt habe, anders als die X mit dem Michelin Road 5. Auch ein super Kompromiss für den Alltag, für verschiedene Fahrbahnzustände und Wetterverhältnisse, wie wir sie ja heute eben haben im Vergleich zu gestern, wo es sonnig war. Super integriert auch die Heizgriffe, die sind seltsamerweise nicht auf der X drauf. Hier als extra schön integriert, links schnell über einen Klick zu bedienen. Und ja, wie gesagt, das ist für mich eher das Motorrad, das man alleine fahren wird und wirklich jede Menge Spaß haben kann. Im Alltag, am Wochenende, unter der Woche. Da haben wir übrigens dann auch noch so Ausnehmungen. Das wurde so ein bisschen übernommen von den Ducati Panigales, die das, glaube ich, so als ziemlich die ersten hatten. Eben die Fußrasten nicht gummiert, sportlicher, wie Honda sagt. Ich sage, es ist vielleicht ein bisschen eine Sparmaßnahme, aber bei diesen Motorrädern hätte man vielleicht eher gerne bequemere, gummierte Fußrasten. So, und jetzt geht es dann weiter mit dem Naked Bike. Wie gesagt, 33% der Kundschaft sind Frauen, aber eben nicht nur. Macht sicher auch viel Spaß, ist die leichteste, ist auch jene, wo sie am meisten daran gearbeitet haben, mehr Gewicht nach vorne zu bekommen, annähernd 50-50 jetzt. Also das ist sicher auch wieder deutlich anders als das alte Modell. So, ich habe mich jetzt auf den Gehsteig verzogen. Natürlich, wo bleibt man stehen? In Schottland neben einem Loch. So wie Loch Ness, das besuchen wir allerdings erst morgen. Das ist jetzt der zweite Teil unserer Tour und der war, muss man sagen, wesentlich interessanter als der erste. Da waren erstens einmal die Autobahn, dann waren ja sehr lange, sehr gerade Strecken und heute sind wir so richtig eingetaucht ins, finde ich, wahre Schottland. Und übrigens, falls ihr euch wundert, dass ich mir dauernd auf den Kopf greife, das sind Moskitos, das ist unfassbar. Die sind ungefähr einen Millimeter groß und die kommen dann anscheinend mit dem Regen raus und quälen mich gerade. Was mich nicht gequält hat, war die CB500F und vielleicht ist es keine Überraschung, sie ist die lustigste, sie ist die ausgewogenste. Ich habe es gesagt, Gewichtsverteilung nahezu 50-50. Man sitzt hier richtig schön in der Mitte des Motorrads. Der Lenker kaum gekrümmt, schön breit, leicht erhöht und das passt einfach ganz genau zusammen. Im Vergleich jetzt die R dann doch eben ein bisschen lang gezogen, weniger Druck vorne, weniger Gefühl, obwohl es natürlich mit der Gabel viel, viel besser wurde. Aber was natürlich schade ist, das Federbein wurde eben nicht getauscht. Das Federbein entspricht nicht ganz der Qualität jetzt der Gabel. Man hat vorn schöne Transparenz, eine schöne Vorderradführung und das Federbein gerade bei diesen welligen Straßen schaukelt sich immer wieder auf. Das ist bei einer Welle noch nicht so schlimm, da hebt es einen halt ein bisschen, aber wenn mehrere aufeinander folgen, dann wird das wirklich hinten unruhig. Das ist eben schade, aber ich habe schon erklärt, das würde den Preis des Motorrads natürlich noch einmal deutlich heben, da wären wir dann schon bei die 8000 Euro in Österreich und dort sieht eben Honda anscheinend diese 500er Palette nicht, ist die Kundschaft wahrscheinlich dann nicht bereit zu zahlen oder sie verfügt einfach nicht über die entsprechenden Mittel. Die F, auch nochmal erwähnt, ist eben das Motorrad, zu dem viele Damen greifen, verstehe ich auch, weil sie sich
einfach leichter bewegen lässt, weil sie sich selbstverständlicher bewegen lässt. Das ist ja bei Honda immer ganz ein wichtiges Kriterium. Und das ist hier einfach super gelungen. Ob einem dieses satte Bienengelb gefällt, muss jeder für sich entscheiden. Natürlich gibt es auch andere Farben. Der Windschild ist natürlich auch aus dem Zubehör und natürlich eine Empfehlung, weil er auch wieder den Druck wegnimmt. Ich bin wiederum zu groß dafür mit meinen 1,80, muss mich auch hier ein bisschen ducken, wenn ich wirklich so ein bisschen in diesen Dom eintauchen will. Aber ansonsten ist es schon sehr, sehr angenehm, wenn man dann bei Geschwindigkeiten über 100 km/h so einen Mini-Windscreen vor sich hat. Da auch wieder die Heizgriffe drauf und schön integriert. Ansonsten haben wir alle einen Tankrucksack montiert. Da gibt es dann diese Vorrichtung, die hier drüber gespannt wird. Da habe ich auch noch ein kleines Fach drinnen. Da kann ich zum Beispiel ein Handy rein, den Pass, ein bisschen Kleingeld vielleicht, das ich auf dem Weg brauche. Und insgesamt für mich das eben der Allrounder, der die meiste Transparenz hat, der sich einfach am schönsten bewegen lässt und mit dem auch andere einfach am meisten Spaß hatten. Ja, wir werden jetzt den zweiten Teil der Tour zu Ende fahren. Bei wechselhaftem Wetter und bei unerträglichen Moskitos. Ich hoffe, die werden uns dann ab 50 km/h nicht mehr folgen. Und morgen geht es dann auf den dritten Teil der Tour. Erster Teil 300 Kilometer, heute 250, 260 und letzter Teil auch ungefähr so. Die ganze Tour wären 816 Kilometer. Wir haben eine Schleife heute ausgelassen, haben wir abgekürzt, weil es sich ja sonst wirklich kaum ausgeht. Wir kommen so schon spät ins Hotel, aber es ist echt eine Empfehlung, hierher zu kommen. Schaut euch halt die Jahreszeiten an. Weiß nicht, ob ihr dann gerne auch bei Regen, bei nasser Straße fährt. Die Straßen hier teilweise etwas erodiert, der Asphalt, da ist die oberste Schicht so aufgerissen, abgetragen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist es sehr, sehr schön zu fahren. Und das geht auch mit den 500ern von Honda. Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und abonniert auch unser Heft, das ihr online lesen könnt. Und falls ihr Ausgaben versäumt habt, könnt ihr die nachbestellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.